Also ein Souverän, Servus, ein Souverän, sei es eine kaiserliche Hoheit, die sehr gutmütig ist, denk an Kaiser Franz Josef oder Erzherzog oder auch eine päpstliche oder priesterliche Hoheit, Kardinal oder so, glaube ich, der ist rückgekoppelt mit dem Volk. Also so wie der Pharao. Der Pharao selbst oder so braucht keine Schuld machen und er sagt alles richtig, tugendhaft und hat persönlich keine Schuld manchmal, aber er stickt mit an der Sünde des Volkes, verstehst? Du musst ja denken, das ist wie ein Vater, der drei Söhne hätte und alle drei Söhne würden sehr schwere Gewalttäter und Mörder und verruchte Taten tun, schwerste Sünden und nicht aufhören. Dann würde der Vater so leiden. Ich habe ein paar Mal sowas erlebt, verstehst, dass der Vater an seinen Söhnen oder Kindern zugrunde geht. Und ein Herzinfarkt kriegt oder Schlaganfall, vor lauter Ärger, verstehst? Deshalb war es auch schön, dass der Hiob für seine Söhne und Töchter immer gebetet hat, die ganze Nacht, während sie die Feste gefeiert haben. Weil der Vater gesehen hat, gemerkt, gespürt hat, ich muss für sie beten, weil sie in ihrer jugendlichen Wohllust mehrere Übertretungen machen werden, weil das so ist. Ich vergönne sie dann auch, aber ich muss dafür ein bisschen Buße tun für meine Kinder, damit sie großzügiger aber Sünden machen dürfen. Verstehst? Und dass die anderen aus meinem Volk sehen, ich bete dafür, obwohl meine Kinder ein bisschen, verstehst, ein bisschen frech sind, verstehst, ein bisschen viel weibern oder so, verstehst? Und große Feste machen. Aber dann, weil die anderen werden mir das nicht so schwer anrechnen, weil sie sehen, ich bete dafür und ich dück mich ganz weit, verstehst? Und bin hilfsbereit gegen Ärmere. Dann werden sie, wenn meine Söhne auch ein bisschen weibernarisch sein oder sonst irgendwas, werden sie ihnen nichts tun, verstehst? Das war der Hiob, der hat das auch gewusst. Er muss Buße tun, damit die Sünde der anderen ein bisschen seiner Familienmitglieder vergeben wird, verstehst? Und so ist es beim Papst und bei Kaiser und Erzherzog auch so. Wenn der sieht, sein Volk macht schwere Sünden, dann muss er weiter runtergehen, demütiger Haltung gegen andere Völker, damit sie nicht überfallen, andere Könige. Verstehst du, wenn andere Könige sehen, dass die Volksseele, diese durch Hurerei, durch Kannibalismus, durch schwerste kriegsverbrecherische ineinander Aufhetzung und durch Niedergang der Seele geschwächt sind, dann hat der König, der Kaiser gefühlt, ich muss jetzt Acht geben, weil sonst kommen die anderen, verstehst du, die anderen Völker, die starkes, mutiges Herz haben und überfallen mich. Da geht's so, verstehst du, der Alexander der Große kommt mit 4 Mann, verstehst du, kommt, Bosch, ich bin Pharao, du gehst runter, bumm, verstehst du, hat einen Tag gestürzt. Das nächste, Mongolei, durchgegangen, mit ein paar Reusser, verstehst du, es kommen, du gehst, Bosch, ich bin König, ich bin Kaiser hier. Da haben die anderen gefragt, ja warum? Dann hat er gesagt, frag nicht, geh weg. Basch! König runtergeputscht, verstehst? Und die haben gehorcht. 4 Mann gegen 300.000 Krieger. Da haben die Scheiße gehabt, verstehst? Weil das ist die Sehnsuchtsmetamorphose. Muss denken, wenn du leidest an deiner eigenen Familie, weil sie krank, depressiv, pessimistisch, nekrophil, paraphilie und alle Sünden und Lasterhaftigkeiten in sich hat und nicht ablehnen kann, dann leidest du als Vater, du leidest aber auch als Staatsorgan, zum Beispiel als Exekutive oder als Legislative oder als richterliche Hoheit an deinem eigenen Volk, verstehst? Und auch der Kaiser oder die Präsidenten leiden darunter. Verstehst du, dass sie wie im Parlament 14 Stunden arbeiten und dann zu nichts kommen und selber zusammenbrechen. Und auch der Psychiater ist es so gegangen. Denken wir an diesen Viktor Frankl und so. Und die ganzen, die haben zum Schluss schon laut geschimpft und sich so angeklammert, verstehst? Obwohl sie keine individuelle Schuld hatten. Die waren gute Menschen, verstehst? Sehr konstruktiv und sehr kräftig. Aber das ist so, verstehst? Wenn massiv die Volksmenge sich in kollektiven Schnittmengen gegen das Leben aufwendet und sich nicht mehr zügeln lässt, also führen lässt, verstehst? Das ist interessant. Da kann es passieren, dass der Pharao speiberisches Gesicht kriegt, Gallen- oder Bauchspeise überlauf und sagt, oh, mir schlecht, mein Volk, ich war nicht zufrieden, ich sterbe. Ich krepiere, verstehst? Oder dass es dem Papst auch so gehen kann, nicht durch Menschenhand angetastet zu werden, sondern durch seinen eigenen Körper, den auffrisst und grantig macht, verstimmt, verstehst? Weil er die Sünde
seiner Herrschaft, seines Volkes, seiner Geschöpfe nicht abstellen kann. Und weil ihm das so weh tut, verstehst? Weil er das so gern möchte und weil es ihm nicht gelingt, da kann er zusammenbrechen. Ist so. Das kann auch den Pädagogen so gehen, verstehst? Wenn sie lange Zeit überlastet sind, erschöpft werden, weil sie die Jugendlichen nicht mehr richtig führen können zum Guten, dann bricht der Lehrer zusammen, wenn er ehrlicher Mann ist, verstehst? Weil er wird dann immer mehr Kraft investieren, um es doch noch zu gestalten. Und wenn es ihm dann niemals mehr gelingt, verstehst? Und ein Jahrzehnt vergeht und zwei Jahrzehnte, dann wird der Lehrer selbst krank und kann selbst mal machen. Oder sonst was, verstehst? Weil die Schafe, also die zu behütenden Elemente, ob das Geschöpfe der Tiere sind, oder von Menschen, oder von Kindern, oder von Alten, oder Kranken, sind rückgekoppelt mit dem Hirten, also mit der Führungspersönlichkeit. Und wenn das langfristig dagegen arbeitet, verstehst, und nicht aufzulösen sind, die Konflikte zum Leben hin, dann fällt der Hirte und danach werden die Schafe zerstreut, verstehst?